Hallo und willkommen zu diesem Video vom Barbecue-Bären. Das, was ihr gerade gesehen habt, war ein leckerer Schichthackbraten und wenn ihr sehen möchtet, wie der geht, dann bleibt dran. Für unseren Schichthackbraten habe ich hier folgende Zutaten stehen. Da benötigen wir einmal, habe ich hier milde Peperoni, dann frische Champignons, Zwiebeln, Tomatenpaprika, dann habe ich hier drei verschiedene Käsesorten, das ist einmal Gouda, Mozzarella und Cheddar, dann natürlich Hackfleisch und hier habe ich noch von Spice Monkey Magic Dust Wrap stehen, der mir bei Gehacktes sehr gut schmeckt. Aber wie immer, nehmt das Gewürz, was euch am besten bei Hack oder sonst was schmeckt. Wir fangen jetzt damit an, dass wir erstmal unser Gehacktes nehmen und das schön würzen. Dazu nehmen wir hier unseren Wrap und machen davon was ans Fleisch. Und dann fangen wir an, das Ganze schön durchzukneten. Das Gehackte haben wir jetzt schön miteinander vermengt, so dass das eine richtig schöne, gescheite Bindung hat. Jetzt als nächstes stellen wir das erstmal beiseite. Dann nehmen wir uns die Pilze hier, schneiden die in schöne Scheiben. Nach den Pilzen nehmen wir uns jetzt die Zwiebeln, die schneiden wir auch in dünnere Scheiben und die Peperoni in kleine Ringe. Die Zutaten haben wir jetzt soweit alle vorbereitet. Die genauen Mengen stehen natürlich wieder mit Rezept unterm Video in der Infobox. Ich werde das Ganze zubereiten hier in der Kastenform und jetzt werden wir anfangen, das Ganze zu schichten. Dazu fangen wir an, nehmen uns erstmal ein bisschen Hack, machen uns hier so einen Fladen, drücken den unten schön rein und kleiden somit den Boden und die Seitenwände erstmal schön mit Hack aus, mit so einer dünnen Schicht. Unsere Kastenform, die haben wir jetzt schön mit dem Hack links, rechts und unten ausgekleidet und natürlich die Seiten auch. Jetzt als nächstes werden wir uns unsere Pilze nehmen, unten reinlegen. So, das sollte reichen. Und darauf werden wir jetzt wieder eine Schicht von dem Hack machen. Als nächste Schicht nehmen wir jetzt hier unsere Zwiebeln. Und da machen wir schon das erste Mal ein bisschen dünnen Käse drauf. Und natürlich wieder, wie eben, Hack, um es zu verschließen. Jetzt machen wir unsere Peperoni hier rein. Dazu geben wir dann unsere Tomatenpaprika und natürlich zur Bindung wieder ein bisschen Käse. So, und darauf wieder Hack. Und jetzt zum Schluss nehmen wir nochmal unsere drei Käsesorten und machen von jeder was oben drauf. Und das wird jetzt auch nochmal oben mit Hack einfach verschlossen. So, Zutaten haben wir jetzt alle unterbekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt werden wir nur noch einen Deckel schließen, werden uns damit an den Grill machen und dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Und kurz vor Schluss, da wir ja noch nicht genug Käse drin haben, werde ich das bisschen Käse dann hinterher oben nochmal drüber streuen. Das mache ich jetzt am Anfang nicht, damit er uns dann auch nicht verkohlt, wenn ich oben nachher direkt die Kohlen drauf gebe. Ihr seht, die Kohlen sind durchgeglüht. Jetzt habe ich unten so knapp 1, 2, 3, 4, ja, 5, ja, so halbe Krieg Feierstangen. Da geben wir jetzt unsere Form drauf. Und oben machen wir dann nochmal, denke ich, so 4 bis 5 Kohlen drauf. Und dann, obwohl, komm, nehmen wir auch 6. So. So sieht das Ganze jetzt aus, 6 Kohlen. Also 5 haben wir unten, 6 habe ich jetzt oben drauf gepackt. So, nach etwas mehr als einer halben Stunde, seht ihr, habe ich schon mal von 6 Kohlen, was ich oben drauf hatte, auf 4 reduziert. Weil es doch hier unterm Deckel ganz schön brodelt und oben ein bisschen dunkler geworden ist, aber es ist noch okay. Und jetzt werde ich dem Ganzen nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde geben und ich denke mal, dann sehen wir uns wieder, wenn wir fertig sind. Da wären wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Jetzt müssen wir noch probieren. Ich habe mir hier schon mal so ein Stückchen abgemacht. Und nochmal. Ja,
also super geil. Echt der Hammer. Also Hackbraten geht ja generell immer. Und in dieser Version solltet ihr das mal probiert haben, dass man sich da so ein bisschen eine Füllung reinschichtet. Was er da letztendlich reinmacht, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich habe es jetzt hier mit Paprika, Zwiebeln, Pilzen, ein bisschen Käse und natürlich noch den Chilischoten oder Pepperoni was waren reingemacht und muss sagen, richtig, richtig geil. Und wenn ihr das nachmacht bzw. auch schon gemacht habt, dann könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den füllt, was ihr da so reinmacht, weil ich denke mal, an Variationen kann man da genug kreieren. So wie es jetzt bei mir war, schmeckt es uns halt ganz gut und deswegen fände ich es geil, wenn ihr das mal so ein bisschen in die Kommentare reinschreiben würdet. Und hat euch das Video wiederum gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo erst recht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.